das Geschirr ruhig stehen. Ich kümmere mich darum. Ach, so ein Hausroboter ist eigentlich nicht verkehrt, ne? So, was haben wir hier drin? Ach, noch ein bisschen mehr Gerümpel. Insta-Püree, fancy Letzkuchen, Lamcom Mac and Cheese. Mindestens haltbar für immer. Oh, nicht schlecht. So, wir laufen hier drin herum. Da können wir die ganze Zeit auch reingucken. Oh, nicht schlecht. Tür öffnen machen wir nicht. Guten Tag. Ich mach dir aber nicht auf. Kannst du mal aufmachen? Nein, ich bin noch nicht fertig. Den Hund finden wir wohl nie wieder. Ach ja, die hatten schon meinen Hund. Ist wohl weggenommen. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Na, wenn es nur 100% sind? Oh, die Milch wurde geliefert. Schatz, kannst du an die Tür gehen? Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Können wir nichts machen. Coca-Cola, eiskalt. Auch hier, also die scheinen wohl irgendwie so ein Fertigessen zu haben und ein bisschen Cola. Also die leben sehr gesund, wie mir scheint. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Ja, dann kann ich erwarten. Wie kann jemand so kleines nur so viel trinken? Ein bisschen aus dem Hahn trinken ist auch nicht verkehrt. So, hier stehen überall Töpfe rum. Sehr interessanter Mixer. Auto sieht auch nicht schlecht aus. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Immer nur das gleiche Zeug. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ein bisschen Kaffee trinken. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Leckeren Bourbon. Nicht schlecht, aber das ist doch kein Bourbonglas. Wart ihr denn hier liegen lassen? Und mach einfach auf, dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Hey, Schatz. Machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Etwas, das zweifellos und ja. Amerikanisch ist. Ich spreche natürlich von unserem Nationalsport, Baseball. Heute Nachmittag werden die Boston Celtics versuchen, ein paar Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, ist hier noch irgendwas drin? Hier können wir nichts anklicken. Machen wir mal die Tür auf. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Von wem? Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Gut, okay. Was ist denn so eigentlich überhaupt hier? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Das ist ein Bauchredner. Der bewegt gar nicht seine Lippen immer. ja, okay. Das klingt ja erstmal ganz gut. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich das ja nicht mehr wie bei Yada Empire alles kommentieren muss oder selbst sagen muss, sondern dass er das ja jetzt macht. Klingt gut. Oh, das ist es. Glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Mehr nicht.
Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Ja. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann... Namen, erzähl was über dich. Vortec muss wissen, welche Art von Bürger du bist, um für eine Zufriedenheit zu sorgen. Wir müssen einen Namen festlegen. Wie heißen wir denn? Oh Gott. So ein markanter Kerl. Wie nenne ich den denn mal? Das ist schwer, also war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, dass wir dem ja noch einen Namen geben müssen. Heieieiei. Ich nenne den mal... den Mahmut. Ne? Mahmut macht Mut. Okay, dann können wir noch ein paar Punkte verteilen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Glück. Und... wofür sind die jetzt? Also annehmen, okay. Achso, wollte ich gar nicht. Ach, da jetzt können wir sehen. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmen die Waffenpräzision im Watz. Na, es geht mal wieder hoch. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness, der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deiner Aktionspunkte verbraucht. Charisma ist eine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen, er bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Intelligenz, Intelligenz bestimmt eine geistige Fähigkeit, der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Auch das ist nicht verkehrt. Wirklichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Und Glück. Glück zeigt, wie gut das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Trefferqualität gefundener Gegenstände. Okay, also nächstes Mal Charisma, Intelligenz und Glück sind natürlich nicht verkehrt. Auch Stärke sollte man noch ein bisschen haben. Wahrnehmung für seine Umgebung, dein sechster Sinn. Da sehe ich jetzt noch gerade noch nicht unbedingt diesen. Ja, diesen. Den Sinn darin. Ausdauer. Komm, machen wir auch nochmal. Beweglichkeit. Auch hier. Ich gebe nochmal hier Charisma, Intelligenz und Glück jeweils noch einen rein. Stärke. Kann ich tragen. Ausdauer. Huch! Was ist jetzt hier los? Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Das ist hier gerade... Also irgendwie hat er jetzt hier gerade Probleme. Im Zweifelsfall muss ich gleich nochmal wieder reinkommen. Ich glaube, jetzt hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Also entschuldigt natürlich dafür, dass er jetzt hier gerade so ein wenig
sich nicht entscheiden konnte, was jetzt richtig und falsch ist. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Charisma, Intelligenz, Glück. Mhm. Stärke, komm, da mache ich auch nochmal einen Punkt rein. Ja, Wahrnehmung vielleicht ein bisschen. Ausdauer, Sprinten, Gesundheit ist auch nicht verkehrt. Beweglichkeit, Geschick, Reaktion, Intelligenz, Erfahrungspunkte, da will ich eigentlich ganz viel von haben. Preise beim Handeln ist auch nicht verkehrt, da können wir später nochmal bessere Preise erwirtschaften. Glück, Ausdauer, Intelligenz, Glück. Haben wir noch zwei Stück zur Verfügung. Dann mache ich nochmal Intelligenz und Glück. So, annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört. Los. Vor allem, wie läuft die hier eigentlich rum, ey? Das ist doch so richtig oldschool 20er Jahre mäßig und wir leben hier im Jahre 2077. Gott. Können wir hier eigentlich rausgehen? Nee. So, Cotsworth macht gerade sauber. Komme ich nicht durch. Auch gut. Ja, dann schauen wir doch mal, was unser kleiner Sohnemann hat. Was los, hä? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth? Was ist los? Schatz? Was ist mit Cotsworth los? Ja, wenn ich von nichts kommt, nichts, dann schauen wir doch mal, was ist los? Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Wir haben. Es kommen. Bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Cotsworth, was ist mit dir? Komm. Cotsworth, bis dann, Kumpel. Und Ihre Familie auch, Sir? Du bleibst hier? Okay, halt die Stellung. Ich hoffe, ich habe den Schlüssel mitgenommen. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Mein Gott. Nicht verlieren. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Schließ den Vault nicht ohne uns! Komm! Ich bin hier! Los! Kiela! Los, lauf! Bitte am Tor melden! Wenn Sie am Programm teilnehmen, kommen Sie rein! Das ist absurd! Ich bin nicht auf der Liste! Sie kommen nicht rein! Sie können nicht rein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist so, so komisch. Dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Lassen Sie sie rein und mich. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind. Wir sind nicht im männlicher Erwachsener. Oh Gott, wir werden sterben. Okay, danke. Weiter. Viel Glück, Ma'am. Sie beide. Möge folgen Gott Sie mir. Helfen. Was wird aus all den Leuten vor wir dem tun, Tor? Was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Vor allem männlicher Erwachsener, Kind und weiblicher Erwachsener. Diese Beschreibung trifft auf so ziemlich jeden fast hierzu. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte!
Würde mich hier aber noch ein bisschen umsehen wollen. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Das ist eine Atomexplosion. Festhalten! Geht das nicht schneller? Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Hey, Schatz. Das ist unser neues Zuhause. Kann ich auch mit dem reden? Scheinbar nicht. Hey, was ist los? Was ist los? Hallo. Mein Herz rast wie verrückt. Oh Gott. Entschuldigung. Wir brauchen einen Moment für uns. Wir bringen alle so schnell wie möglich hier durch. Gehen Sie die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Hey. Gehen Sie einfach die Treppe hoch. Wir kümmern uns um alles. Ist ja okay, dann gehe ich eben diese Treppe hoch. Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Entschuldigung. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Weiblich gekippt. Da vorne. Nehmen Sie. Hey. Treten Sie an den Tisch heran. Okay. Sich einen Ihrer brandneuen Vault-Anzüge. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Es ist den Gang dort hinunter. Siehst hey. Du? Hey. Kommen Sie mit. Es ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einrichtung. Gehen Sie weiter. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Entschuldigung. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Lassen Sie sich ruhig zurück. Wir haben es nicht eilig. Alles wird gut. Papa ist doch da. Siehst du? Schatz, hilfst du mir mal? Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay, treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Wie kann ich den Anzug anziehen? Probier mal, kann ich da rein? Ach, der hat ihn automatisch angezogen. Auch gut. Es folgt eine Entseuchung. Dekomprimieren, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4. Und so fielen wir in einen Schlaf.